Steffen Siegel ist für dich einer, der weiß, wo es lang geht und wo man sich unglaublich freuen kann, mit welcher riesigen Erfahrung und Engagement er sich hier beteiligt hat am FIDA-Dialog und das Beste daraus gemacht hat. Herzlichen Dank, Steffen Siegel und alle, die mit ihm waren. Gewissermaßen zum Herz der Bewegung gehört die Mahnwache. Sie besteht jetzt 2 Jahre. Ihr alle seid deshalb zu Protest und Feier eingeladen am Samstag, 28. Juli ab 16 Uhr auf der Wiese vor dem kleinen Haus. Ich finde es großartig, dass schon so lange Zeit so viele engagierte Bürgerinnen und Bürger bereit sind, dort Dienste zu tun. Bringt bitte Decken, Klappstühle etc. mit für ein Picknick im Park, denn auch zu Kuchenspenden darf die Mahnwache nicht einmal aufrufen. Und noch eins, weil das Bürostuhlrennen abgestellt werden musste, haben wir dafür für euch reichlich Sonne bestellt. Ich möchte noch erwähnen, auch besonders rühmenswert, den 100. Bürgerinnenbrief, der jetzt hier in Gestalt dieses Briefs besteht. Morgen früh um 6.30 Uhr für die Blockierer. Ich informiere, ich rufe nicht auf, dazu bin ich Organ der Rechtspflege. Bitte um Nachsicht, aber ich informiere bewusst darüber, dass morgen um 6.30 Uhr ein Bemühen um Baustopp am ehemaligen Nordflügel des Hauptbahnhofs stattfindet und dass natürlich sehr viele Menschen da sehr gerne gesehen sind. Ich informiere euch weiter darüber, dass morgen ab 8.30 Uhr im Gemeinderat ein Ausschuss tagt, bei dem es um die Leistungsfähigkeit, um die behauptete Leistungsfähigkeit des Tiefbahnhofs geht, wo die Bahnleute wieder eine mutmaßliche Märchenstunde halten werden. Aber kommt ruhig hin, die sollen wissen, dass wir interessiert sind daran zu hören, was sie hier zum Besten oder zum Schlechtesten geben wollen. Zum anderen möchte ich darauf hinweisen, am 25. Juli ist mal wieder ab 9 Uhr, glaube ich, ab 9 Uhr, ja, vor dem Amtsgericht Stuttgart in der Hauptstraße 5 finden etliche Verhandlungen vor dem Amtsgericht Stuttgart statt. Wegen des Nichtbeachtens der Auflösungsverfügung in der Nacht vom 15. Februar im Park. Ich durfte selbst letzte Woche Hans Heidemann vor dem Amtsgericht Stuttgart in einer gleichen Sache mal wieder in der schwarzen Robe vertreten und habe das gerne getan und ich habe mich gefreut, dass über 100 Leute, 100 Menschen von uns hier mit anwesend waren. Und es war schon ein Ereignis, dass Hans Heidemann mit aller Kraft hier seinen Standpunkt vertreten hat. Und ich konnte ihn dann insoweit ergänzen, als es nicht nur darum ging, und das möchte ich auch an die weiteren Verhandlungsvertreter und Termine weitergeben, dass es nicht nur um Versammlungsrechte geht. Es geht auch um das Grundrecht auf Gewissensfreiheit, das nämlich massiv beeinträchtigt wird, wenn man daran denkt, dass der Brandschutz, dass der Behindertenschutz, dass der Sicherheitsschutz überhaupt nicht im Tiefbahnhof gewährleistet ist. Hans Heidemann hat als beratender Ingenieur das mit Fug und Recht sehr fundiert vertreten und ich konnte dann sagen, es gibt ein vorbehaltloses Grundrecht auf Gewissensfreiheit. Das darf man zur Befehlsverweigerung, zur Kriegsdienstverweigerung und zumindest auch gegen Stuttgart 21 einsetzen.
Und es ist nämlich so, ich weiß das aus meiner Arbeit im Bereich des Tierschutzes, es gibt auch, wenn man an den Park denkt, ein Recht auf Schutz, ein zwar kein persönliches Recht, aber ein allgemeines, objektiviertes Recht auf Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und des Tierschutzes, der auch im Park in der Nacht vom 14. auf 15. Februar und bei der Rodung des Schlossparks massiv missachtet wurde. Das sollte alles auch in den Verhandlungsterminen mit eingebracht werden. Und ich sage euch, ich habe für Hans Heidemann den Antrag auf Zulassung der Rechtsbeschwerde zum Oberlandesgericht gestellt, gegen das aus meiner Sicht Fehlurteil des Amtsgerichts. Am Montag, 30. Juli, wird eine weitere Verhandlung vor dem Amtsgericht um 14 Uhr stattfinden. Dann möchte ich darauf hinweisen, dass wie üblich bei Beendigung dieser Kundgebung ihr in der Nähe des Spielwarenkurs einen kleinen Beitrag für die Finanzierung dieser Veranstaltung geben könnt. Wenn 2 Euro von jedem gegeben werden, dann wird die Finanzierung dieser Veranstaltung ermöglicht sein. Dankeschön. Ich möchte ferner darauf hinweisen, im Einvernehmen mit den anderen Sprecherinnen und dem Sprecher, dass der heutige Demonstrationszug enden soll an den Widerstandsbäumen, die von Walter Sittler in der Nähe des Bauzauns gepflanzt wurden. Walter Sittler hat leider unbeachtet von der Stuttgarter Zeitung, hat diese Widerstandsbäume gepflanzt und damit ein wirkungsvolles Zeichen gesetzt, dass es kein Aufgeben, sondern eine konstruktive Erneuerung im Park geben soll, sobald dieser Wahnsinn von Stuttgart 21 beendet sein wird. In diesem Sinne, oben bleiben!